Bei der Auswahl des richtigen Bluetooth-Kopfhörers geht es nicht nur darum, wie gut die Musik tönt. Wichtig ist, zumindest für mich, auch die Sprachqualität. Denn ich brauche die Earphones nicht einfach zum Musik hören, ich brauche sie oft auch zum Telefonieren. Schon länger bei mir im Einsatz sind die AirPods der zweiten Generation von Apple. Neu gekauft habe ich jetzt die Fly Earphones, die sind zu allem dazu noch wasserdicht. Was ich jetzt heute aber testen will, wo ist die Sprachqualität besser? Um eine Vorstellung von der Sprachqualität zu haben, setze ich bei dieser Aufnahme verschiedene Mikrofone ein. Meine Stimme hört man im Moment über das Smart Mic Plus von Sabine Tech, das ich normalerweise bei meinen Aufnahmen verwende. Damit du die Tonqualität beurteilen kannst, hast du hier jetzt auch eine Aufnahme ganz ohne Mikrofon, das heißt eine Aufnahme über das Mikrofon von meinem iPhone. Die Fly Earphones gibt es online unter $90. Sie sollen einen besonders hohen Tragkomfort haben, Noise Cancelling. Und hier jetzt eben die Frage, wie ist denn die Soundqualität? Was man jetzt hören kann, ist die Aufnahme direkt über das Fly ans iPhone gesendet. Die AirPods sind schon etwas länger auf dem Markt, kosten eben noch rund 140 Franken und auch sie kann man direkt als Aufnahmegerät einsetzen. So tönen die AirPods. Die Beurteilung kann ich natürlich dir selber jetzt überlassen, für mich allerdings ist der Fall klar. Auf dem ersten Platz für mich nach wie vor die AirPods für rund 140 Franken. Und in der Sprachqualität deutlich weniger gut die Fly Earphones. Ich werde die Fly Earphones noch weiter testen und auch weitere Testberichte dazu veröffentlichen. Wenn du daran interessiert bist, dann abonniere doch meinen YouTube-Kanal.